Hi, Pascal von Fatburning Beast. Heute geht es darum herauszufinden, wie viel Kalorien du effektiv zu dir nehmen solltest. Dazu musst du wissen, wenn du abnehmen willst, solltest du ins Kaloriendefizit gehen. Wenn du zunehmen möchtest, darfst du einen leichten Kalorienüberschuss haben. Zunehmen heißt vielfach auch Muskelabbau. Aber viele möchten Gewicht verlieren. Dazu gibt es Folgendes zu wissen. Unser täglicher Energiebedarf wird gedeckt durch den Grundumsatz. Dazu kommt der Leistungsumsatz. Diese unterscheiden sich wie folgt. Der Grundumsatz deckt deinen täglichen Nährstoffbedarf. Dieser sollte in keinem Fall unterschritten werden. Der Leistungsumsatz hingegen ist abhängig davon, was du einerseits beruflich ausübst und andererseits, wie sportlich du bist. Um den Grundumsatz zu berechnen, nutzen wir normalerweise die Harris-Benedict-Formel. Zur Vereinfachung habe ich hier heute diese Formel für dich. Wir nehmen als Frau 0,9 mal 24 mal dein Körpergewicht. In diesem Fall im Beispiel 70 Kilogramm. Das ist als Frau dein täglicher Grundumsatz. Er gibt in diesem Beispiel 1512 Kalorien. Diese 1512 Kalorien solltest du auch bei einer Diät nicht unterschreiten. Um den Gesamtkalorienbedarf zu berechnen, musst du nun den Leistungsumsatz dazuzählen. Dazu nutzen wir den PAL, den Physical Athletic Level. Der Physical Athletic Level kannst du aus der Tabelle ablesen. Achte dabei, dass du realistisch und ehrlich mit dir selber bist. Wenn du beispielsweise etwas Sport machst, einen Bürojob hast und dich leicht bewegst, kannst du hier 1,4 einsetzen. Oder im Rechenbeispiel heißt dies, dass wir die 1512 Kalorien multiplizieren mit 1,4. Total ergibt sich daraus ein Kalorienbedarf von 2118 Kalorien. Die 2118 Kalorien ist nun dein Tagesbedarf, den du im Moment verbrauchst. Das heißt, wenn du weder zu- noch abnehmen willst, bist du perfekt mit 2118 Kalorien pro Tag. Willst du nun Gewicht verlieren, empfiehlt es sich, bis maximal 20% der Kalorien zu reduzieren. Wir sprechen hier von ca. 500 Kalorien. Wer also abnehmen möchte und im Kaloriendefizit unterwegs sein will, der subtrahiert die 500 von den 2118 Kalorien und als Resultat haben wir ca. 1600 Kalorien. Die 1600 Kalorien kannst du täglich so konsumieren. Es deckt deinen Grundumsatz und du wirst Gewicht verlieren. Als Fazit lässt sich Folgendes sagen. Der Grundumsatz sollte zwingend eingehalten werden. Der Leistungsumsatz sollte realistisch festgelegt werden. Wenn du Gewicht verlieren willst, darfst und sollst du ins Kaloriendefizit gehen, achte aber dabei, dass der Grundumsatz gedeckt ist. Wir sprechen hier von maximal 20% Kaloriendefizit. Nur so fühlst du dich wohl und kannst langfristig deine Ziele erreichen.